Herzlich willkommen, Freunde, heute mit der Shinnoh-Aufstellung. Ah, und unser Gegner hat ein Glurak, Togekiss, Volkrat, Knackrak sagen, warum Knackrak? Zu Shadrago, Azumarill, Keifel und ein Xerox. Okay, der Xerox will mir eigentlich überhaupt nicht gefallen, aber ich denke mal, Snibuna wird hier trotzdem eine solide Öffnung sein. Dank unseres Counterangriffs, ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Snibuna so reingepackt. Oh, ich ärgere mich jetzt so sehr, wenn es das nicht ist. Obwohl, wartet mal, ich könnte auch Magnetzonenlied machen. Polygon Z würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Magnetzon würde sich eigentlich, warte mal, nur wegen 2 lohnen. Obwohl, mit Keifel würde Magnetzon auch noch klarkommen. Zum Teil. Keifel ist mir das zu risky. Ich mache eins mit Buna-Lied, Knackrak und du hast nicht so viele spezielle Offensive. Dann hätte ich nämlich Glaceola genommen. Polygon Z. Polygon Z. Also. Schauen, was unser Gegner jetzt hat. Ich habe Snibuna als Eröffnung, das ist schon mal schön. Ja, ich hätte eigentlich eventuell sogar mit Magnezone eröffnet, aber dadurch, dass wir hier nicht ein Pokémon haben, oder dass ich hier kein Pokémon habe, auf das ich in diesem Team, was mein Gegner halt hat, gerne mit Magnezone switchen würde, aber gerne halt als Antwort hätte. Da kommt Togekiss sogar schon ins Rennen. Togekiss normalerweise mit einer Donnerwellen- und Luftschnittkombination. Im Normalfall. Ich habe leider keinen Abschlag. Das ist das Snibuna. Verdammt. Gut, ich setze einfach auf einen Ice-Heap. Jetzt hätte ich nämlich erst gerne mal das Item rausgeprügelt. So, mal gucken, was mein Gegner macht. Ob er jetzt dabei bleibt oder vielleicht sogar wechselt. Togekiss muss halt schon ordentlich was wegstecken. Es ist ein speziell offensives Gehabt. Okay. Du hast definitiv ein Wahl-Item drin. Ich will mein Snibuna noch ein bisschen behalten. Oh, jetzt hätte ich jetzt einen Abschlag gehabt. Hätte ich das. Obwohl, ich hätte es nicht gekriegt. Ich hätte es nicht bekommen. Du hast ein Wahl-Item drin, deswegen weiß ich genau, dass du Feuersturm spammen musst. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich schicke einen Knacker rein. Ich hab's momentan mit den Verbrennungen, habe ich das Gefühl. Ich schicke einen Knacker rein, um dieses Pokémon zu countern. Was kriege ich ins Gesicht? Eine Verbrennung! Ich fühle mich ein wenig verarscht. Das ist auch beim letzten Mal auch so gewesen. Er macht weiter Feuersturm. Ja, weil er darauf gebunden ist. Ja. Ist klar, wenn er uns die Buna outspeeden kann mit einem Togekiss, dann ist das der Grund. Deswegen ist mein Knackhack-Switch eigentlich relativ safe gewesen. Mein Problem ist halt nur jetzt der Life Orb, die Verbrennung, dass ich nicht mehr genug Schaden habe und wahrscheinlich nichts mehr tanken kann. Eigentlich dann nebenbei, es trägt Life Orb, weil ich habe keinen Rauhautknackrack hier. Derzeit müsste ich mir noch holen. Da kommt Keifel ins Rennen. Na, Keifel wahrscheinlich mit dem Eissplitter. Wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. Ich setze Erdbeben, macht 150. Du hast einen 90er, das heißt eigentlich, du machst mehr Schaden damit. Entweder der Eissplitter oder er will einfach meinen Schlag tanken. Ja, der Eissplitter. Autsch. Aber ein Wechsel wäre hier relativ sinnlos gewesen. So, ich kann mein Snibuna nicht reinschicken, weil ein Eissplitter können wir nicht tanken. Dann holen wir eben einen Porygon rein. Porygon Z mit der Z-Umwandlung. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier noch sehe, durchbrechen zu können. Irgendwie durchbrechen zu können.
So, mehrere Statuswerte auf einmal wurden erhöht. Nimmt sie den Power zusammen. Umwandlung. Und ist jetzt Typ Geist. Eisspeer. Du hast aber keinen Techniker. Techniker, beziehungsweise. Hat die Fähigkeit, dass man fünf hintereinander trifft. Aber du triffst trotzdem sehr oft, mein Freund. Willst du mich veräppeln? Du hast jetzt fünfmal in Folge getroffen. Ich fühle mich ein wenig veräppelt. Ich heile mich jetzt erstmal. So. Wir sind fast bei vollem KP. Erdbeben. Okay. Das ist jetzt eine Zeit für einen Counterschlag. Anpassung plus Step plus ein Spezialangriffsboost plus einen hohen Spezialangriff. Macht doch einiges aus, ja. Au, 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 au. Genesung. Ich muss gucken, dass ich so safe wie möglich spiele. Ich weiß nämlich nicht, was sein letztes Pokémon ist. Xerox. Sag ja, ich muss gucken, dass ich so safe wie möglich spiele. Gut, die Frage ist halt jetzt. Eigentlich müssten wir hier Spukball. Ja, Spukball weiter. Der wird wahrscheinlich Abschlag im Set haben oder sowas. Und Xerox hält nicht den Schlag durch. Ach komm. Das war natürlich elegant gewählt von meinem Gegner. Dachte, er könnte den Treffer wegstecken, aber überleg mal, hätte ich jetzt infolgedessen weiter angegriffen, hätte ich ihn ja besiegt. So oder so. Die Frage ist halt, was ich mir jetzt stelle. Hätte ein Eissplitter ausgereicht, mich zu finishen in dem Moment? Wenn ich aber überlege, was ein Eissperrtreffer so angerichtet hat, so ungefähr, schätze ich mal, dass seine Chancen ganz knapp verfehlt hätten. Ich weiß es aber nicht. Hätte er eigentlich aus meiner Sicht auf den Eissperr gehen müssen und dann gucken müssen, was passiert. Aber stattdessen versucht er auf Xerox zu wechseln. Xerox zwei Treffer tanken zu lassen. Ja. Wahrscheinlich war wirklich seine Intention. Okay, er greift mich jetzt an. Xerox überlebt das. Ich mache jetzt den Patronenhieb und finish meinen Gegner. Aber den Patronenhieb konnte er nicht machen, weil ich stattdessen ihn anzugreifen, bin ich in die Genesung gegangen. Und das hat jetzt ihm quasi den Sieg gekostet. Er hätte Chancen gehabt. Ich hätte einfach aus seiner Stelle mit Keifel auf den Eissplitter gesetzt, das Beste gehofft. Mal gucken, was passiert. Und wenn nicht, dann hätte er halt anderweitig nochmal mit Erdbeben weiter draufhauen müssen. Ja, aber so hat er es halt extrem gegen die Wand gefahren. Okay, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit übrig. Ich mache zur Überbrückung wieder ein Battle Royale und dann schauen wir mal, wie sich das Sinnoh-Team da dann schlägt. Okay, jetzt haben wir zumindest mal ein Battle Royale, wo keiner mit unterlevelten Pokémon hier schon markiert. Das finde ich sehr gut. Allgemein, ich sehe einen Durengard, aber Durengard finde ich im Battle Royale jetzt nicht so effizient. Das hatte ich ja schon mal gesagt, weil Durengard einfach von allen Seiten etwas abbekommen könnte und eventuell auch nicht. Ramot, ich überfliege gerade mal. Man muss auf allen Seiten eigentlich gewappnet sein. Ich versuche mit Magnezone mein Lead zu machen. Togekiss würde sich hier auch sehr schwach anbieten. Ist eine Buna und ich will Glaceola spielen. Ich will mein Glaceola spielen. So. Schauen wir mal. Also, Glaceola könnte natürlich auf den Deckel bekommen von einigen Pokémon. Ist halt so. Aber ich würde es halt gerne mal spielen. Das Einzige, was wir jetzt nicht hätten haben sehen können, ist das Togekiss, weil Togekiss einfach. Es ist ein Solo-Kämpfer und jetzt ins Allround hier ausgeteilt wird. Weiß ich nicht, ob
das jetzt mit seiner Taktik durchkommt. Ja, deswegen erstmal hier mit Vorsicht genießen. So. Die Stimmung kocht fast über. Ich finde es schade, dass die Figuren jetzt, zumindest bei dieser Kamerafahrt, die im Hintergrund so zu sehen sind, nicht animiert sind. Also, dass sie nicht mal so zumindest eine Jubelbewegung haben. Ja, es muss ja nicht sein, dass die alles haben, aber zumindest so eine Bewegung wäre schon nicht schlecht gewesen. Okay, Kolossand. Bei Kolossand würde ich eigentlich gerne rausgehen, wenn das nämlich ein Erdbeben einsetzt. Oder Erdkräfte ist Magnetzone natürlich definitiv an der hinteren Karte betroffen. Und es wird auf jeden Fall auf eine Bodenattacke setzen, weil ich sehe schon Amigeno. Bitte. Ich würde sagen, wir gehen auf den Voltwechsel. Und das auf Kravums. Das Einzige, was halt ist, Kravums kann jetzt hier eigentlich keinen Überschallknall machen. Was einfach Schwachsinn wäre. Hier nochmal Schutzschild. Magnetzone, wir gehen einfach raus hier fix. Das Kravums hält sogar was aus. Das ist ja schon nice. Ja, wir nutzen Glaciola aus. So, Kravums mit Eisstrahl. Auf Kolossand wahrscheinlich. Wie? Es ist gefroren. Autsch, das ist natürlich bitter für ihn. Die Frage ist halt, ich habe das Gefühl, Amigeno ist der Schnellste. Der wird sich auf Kolossand stürzen, um den Kill zu erhaschen. Würde ich sagen, wir fokussieren uns auf Kravums und schauen da mal. Wo ich mir auch denken könnte, dass Amigeno jetzt auf uns geht. Okay, er rettet seinen Kolossand sogar. Aber ob Knogger jetzt die gute Wahl war, weil ich nicht Juwelenkraft muss. Es geht auf uns sogar. Wow. Hätte ich jetzt Spiegelcape gewählt. Okay, ist das eins mit Rauflust? Ne, das ist ein... Ah, so ein Zurork. Ich hätte schon gedacht, das ist eins mit Rauflust. Okay. Da geht unser erstes Pokémon dahin. Holen wir Magnetzone wieder rein. Ballern dann ein bisschen um uns. So. Okay, Voltwechsel hat eine Stärke von 70. Das heißt also, theoretisch könnten wir mit einer Lichtkanone oder einem Donnerblitz unseren Gegenüber Kravums ausschalten. Dann machen wir das auch. Wir müssten theoretisch sogar das schnellste eventuell auf dem Feld sein. Eventuell Amigeno noch, aber sonst glaube ich eigentlich nicht. Amigeno macht wieder Schutzschild. Ja, mach du dein Schutzschild. Zurok ist schneller. Na, halten wir durch. Wow, Überschallknall. Really? Wir leben noch. Schon wieder den Kill. Zurok war schneller. Jetzt hat er aber nur noch einen Knogger. Ja, wir können jetzt nur einen Donnerblitz einsetzen. Machen wir auch. Wir nehmen jetzt das Kravums einfach raus. Wir müssen, weil letzten Endes können die nur gewinnen, wenn wir den Kravums-Spieler jetzt ein bisschen in die Mangel nehmen. Weil wenn sie mich rausnehmen... Ja, das war so klar. Gastrodon, ja, weil er weiß genau, dass ich mich auf ihn fokussiert habe. Erstmal Juwelenkraft. Ja,
macht er eventuell Blitzfänger, dann hätte ich, wollte ich gerade sagen, dann würde ich auf den schießen. Na gut. Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr bedacht, weil das Knocker so in der Ecke hinter der Zeitansage ist. Abgesang. Ich habe ein Riesenproblem, weil ich auf dieser Attacke gescarft bin. Ich kann nichts machen. Ich bin eigentlich gezwungen, jetzt hier einen Wechsel anzusetzen und fürs Beste zu hoffen. Was anderes kann ich hier leider nicht machen. Das Knocker wird sich jetzt einfach schützen und wir alle werden höchstwahrscheinlich gucken, dass wir wechseln, um rauszukommen aus der Situation. Ich glaube, das will der Knogger-Spieler auch, dass jetzt alle wechseln. Juwelenkraft, das geht auf Knogger oder auf uns? Auf uns. Mal zu erwarten. Ja, die wollen jetzt alle meinen Kopf quasi haben. Erdkräfte. Hier mal ganz ehrlich, hat Amigeno nichts im Set, um Gastrodon gefährlich zu werden, anstatt dass der... Ja, das geht auf mich. Blöd gesagt, anstatt dass der den Führenden gefährlich wird, dass der Führende quasi keine Punkte mehr kriegen kann. Bin ich mal jetzt ehrlich. Der wirklich hier schon so ein bisschen zeigt, dass er auch das spielen kann. Anstatt denen zu gefährlich zu werden, setzt er halt auf mich, um Punkte zu bekommen, die ihm aber nicht zum Sieg helfen können. Der sollte sich jetzt mal, ich sag mal so, wenn die jetzt mich angreifen, ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn der Trikefalo-Fuzzi, genauso wie der Knogger-Fuzzi, jetzt mich angreifen, ja, verlieren sie automatisch das Spiel. Egal, was kommt. Ja, egal, was kommt. Die beiden würden, ja, ich gehe jetzt einfach mal in dem Fall von strategischen Denken ein bisschen aus, würden ihren Sieg hergeben und ihre Siegeschance hergeben, wenn sie jetzt mich fokussieren würden. Ja, beide Attacken, die jetzt auf mich gehen würden, würde ich aus meiner Sicht als taktisch unklug bzw. als dumm bezeichnen. Weil es ist einfach so, wenn sie jetzt, wenn sie wirklich siegen wollen, ja, es kann auch einer sein, dass der schön tilten tut, aber wenn sie gewinnen wollen, müssen sie mich fokussieren. Nicht mich fokussieren, sondern den Führenden fokussieren. Damit er Punkte verliert, beziehungsweise ein Pokémon verliert und da aus dem Rennen kommt. Aber ich habe das Gefühl, ich werde jetzt einfach rausgenommen. Und es wird nicht nachgedacht. Schwarzes Loch des Grauens. Wow, okay, er denkt nach. So. Ich feuere auf Trigefallo und der killt Knogger. Warum killt er nicht mich? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, von meinem Zug her, wir haben verloren. Nur der Knogger-Spieler könnte jetzt noch eventuell gewinnen, durch den Abgesang. Aber der Abgesang würde ihm... Nö, der würde nichts bringen. Der würde verlieren. Also, blöd gesagt, in diesem Zug ist das Match vorbei. Ja, der Gastrodon-Spieler hat automatisch gewonnen. Ich frage mich halt, warum der Knogger-Spieler nicht das Gastrodon angegriffen hat. Ja, mit dem Knochenmarang, okay, er vielleicht hat auch Erdbeben und wollte halt nicht mich ausschalten. Das könnte natürlich sein, aber theoretisch muss man einfach Gastrodon rausnehmen. Ich bin auf dem Wahl-Item, ich kann Gastrodon definitiv keinen Schaden zufügen. Deswegen, ja. Gastrodon wird zuletzt zurückgerufen. Grammot kommt ins Match. Finsteraura. Ja, der weiß genau, jetzt ist es gegessen.
Aber ich hole mir zumindest den Kill noch. Damit ich nicht allzu schlecht dastehe. Das war's. Du brauchst die Verbindung nicht wieder herzustellen. Das Match ist hinüber. Obwohl, er hat noch. Stimmt, er hat ja noch Skolossand. Aber das ist ein Eisblock. Das Match ist trotzdem hinüber. Match ist vorbei, weil keiner, wie gesagt, keiner hat jetzt bisher einen Kill auf den mit dem Ramot gekriegt. Ich kann hier nur mit einer einzigen Attacke angreifen. Und letzten Endes, entweder hole ich mir den Kill auf Kolossand oder ich fokussiere Ramot. Ich komme, ich spiele mal für die anderen mit und fokussiere einfach mal Ramot. Aber es macht Hitzewelle. Ramot, was ein Walschal. Magnetzone outspeeden kann? Ein bisschen fraglich, aber gut. Wahrscheinlich selbst ein Wahlleiter. Glaube ich. Oh, schade, Gastrodon. Auch wenn ich diese Attacke nicht leiden kann, aber das hätte ich doch mal dem Spieler da gegönnt. Letzten Endes wurde ein bisschen zu spät erkannt, dass der eine Typ da unten, das Match sehr am Dominieren ist und auf ihm dann kein Fokus oder zu später Fokus gerichtet wurde. Okay, mein Magnetzone, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich bin noch kein Freund mit dem geworden und es ist ein seltsames Gefühl, das Pokémon zu benutzen. Vor allem ein Wahl-Item-Pokémon in einem Battle Royale. Weiß nicht, eventuell, wenn du vier unterschiedliche Typen von Attacken hast, ja, aber das, was das Magnetzone hier eigentlich machen soll, das ja für als Tentantel und Sherox-Counter ja ist, mit Kraftreserve Feuer, hat jetzt, oder ist jetzt hier in dem Sinne nicht so toll gewesen, ich weiß. Im Allgemeinen, schöne erste Shino-Runde und beim nächsten Mal im Doppelkampf hier bei mir. Also, bis zum nächsten Mal.